Vielen herzlichen Dank. Das war ganz großartig. Das war doch mal eine Migrationsdebatte, wo man Gänsehaut und Lachanfälle zugleich bekommt. Jetzt bitte ich ganz herzlich Ruben Neugebauer von Sea-Watch und Katina Schubert, die Berliner Landesvorsitzenden, nach vorn. Wir hatten schon so viel Grund, über Dinge zu lachen, die ja auch zum Weinen sind. Und wir werden jetzt über ein sehr ernstes Thema reden, wo aber zugleich auch ganz viel Ermutigung drinsteht. Ich habe Ruben schon kurz vorgestellt, ganz am Anfang zur Begrüßung. Ruben, du bist ja eigentlich, kommst du als Künstleraktivist von dem Kunstkollektiv Peng und hast irgendwann entschieden, wir haben hier ein Problem auf dem Mittelmeer, wir brauchen eine größere Übersicht. Und deswegen mache ich jetzt einen Flugschein, damit man das von oben besser sehen kann. Und da starte ich gleich mal mit meiner ersten Frage. Wenn du so über das Mittelmeer fliegst, du als Aktivist, als Ehrenamtlicher, was geht dir da durch den Kopf? Ist doch absurd, dass in diesem reichen Europa diese wichtige Aufgabe von einem Aktivisten erledigt werden muss. Ja, ist komplett absurd. Also ist letztendlich so, ich komme ja eigentlich aus der linksradikalen Ecke und letztendlich sind wir mittlerweile konservativ, also wirklich konservativ, weil das, was wir eigentlich einfordern, sind 70 Jahre alte Konventionen. Es geht da letztendlich um elementare Grundrechte, um Menschenrechte, um die Genfer Flüchtlingskonvention. Und was wir machen, das ist eigentlich überhaupt nicht progressiv. Das ist eigentlich super konservativ. Wir wollen eigentlich nur, dass das, was man da eigentlich aus gutem Grund mal irgendwann beschlossen hat, eingehalten wird. Es ist leider so, dass die europäischen Staaten, und da muss man ja sagen, irgendwie ein Horst Seehofer auch, ein Horst Seehofer hat einen Amtseid geschworen, und die sind eigentlich diesen Grundrechten verpflichtet, trotzdem ist es so, dass die nicht eingehalten werden, und das ist dann natürlich schon absurd, wenn dann irgendwelche linksradikalen Aktivisten da irgendwie übers Mittelmeer fliegen müssen und Seenotrettung machen müssen, was eigentlich eine staatliche Aufgabe ist, irgendwie, wo man eigentlich meinen sollte, dass das irgendwie die DGZS macht oder irgendwie irgendwelche Leute, die dafür ausgebildet sind, aber nee, das müssen wir jetzt machen, das ist natürlich irgendwie absurd, aber eben im Moment auch wichtig. Ja, und die Arbeit, die Leute wie du, die Sea-Watch, andere Organisationen leisten, ist wirklich großartig. Während viele hierzulande zu Weihnachten unterm Weihnachtsbaum saßen, gab es Aktivisten von euch, die mit dem Schiff auf dem Mittelmeer waren, konkret Menschen gerettet hatten und tagelang auf hoher See, auch bei stürmischem Wetter waren und einfach nicht anlegen konnten. Die Häfen haben sich nicht für sie geöffnet und das, obwohl es europaweit Städte gab, wie Berlin, die gesagt haben, wir sind bereit, diese Menschen aufzunehmen. Aber es gibt ein Problem, es braucht am Ende auch in Deutschland immer die Genehmigung von Seehofer. Und weil ja Seehofer gerne über die Mutter aller Probleme spricht, würde ich sagen, er hat sich echt den Titel Vater aller Probleme und Vater der Abschottung und des Rassismus verdient. Durchaus wahr, durchaus wahr. Und wenn du jetzt so aus den Erfahrungen, die ihr habt, ihr leistet ja ganz praktische Arbeit, dann diese konkrete Situation, dass die staatlichen Behörden das sozusagen komplett boykottieren und behindern, was ihr macht. Was kann Politik tun, damit es eine längerfristige Lösung gibt? Naja, ich glaube, es gibt eine Sache, die muss einem ganz klar sein, wenn wir von Solidarität reden. Dann muss ganz klar sein, dass Solidarität, egal ob man jetzt aufsteht oder sitzen bleibt, das muss immer inklusiv sein, das muss alle angehen. Und da ist es eben so, was wir machen, ist praktische Nothilfe. So, das ist eigentlich, gerade haben wir darüber gesprochen, das sollte gar nicht die Aufgabe von irgendwelchen linken AktivistInnen sein, sondern es sollte eine staatliche Aufgabe sein. Was die Politik tun kann, ist dafür die Grundlage zu schaffen, dass Menschenrechte konkret eingehalten werden. Und zwar egal, ob jetzt die Leute irgendwie einen europäischen Pass haben oder ob sie eben keinen europäischen Pass haben. Das muss universell gültig sein. Und was wir jetzt die letzten Wochen und Monate erlebt haben, ist, dass eben auf die europäischen Staaten kein Verlass ist. Das liegt daran, dass die Linken eben dort auch überwiegend nicht mitregieren, sondern dass das überwiegend andere Konstellationen sind, die eher migrationsfeindlich sind und die versuchen eben Migration um jeden Preis zu verhindern, die
Migrationsabwehr eben auch über die Achtung von Grundrechten und von der Menschenwürde stellen. Und da muss man jetzt eben einhaken und da muss man eben gucken, wo hat man dann halt Einfluss. Und an der Stelle halt auch fetten Dank nach Berlin an Katina, an, ja, an eben die lokalen Communities, an Berlin, an Hamburg, an Bremen, die gesagt haben, wir nehmen Leute auf, aber auch an Neapel und Palermo in Italien, die gesagt haben, naja, wenn das mit den Staaten eben nicht läuft, dann muss es die Zivilgesellschaft halt selber machen. Und Politik ist ja nicht nur Politik auf Ebene Nationalstaaten, sondern Politik ist eben auch Zivilgesellschaft auf unterschiedlichsten Ebenen. Und da gibt es, glaube ich, im Moment viel zu gewinnen und da kann auch ganz viel passieren in den nächsten Monaten. Ruben, du hast es bereits angesprochen, was hilfreich war bei der Nothilfe, dass es auch ein Netz von solidarischen Städten gibt, Cities of Solidarity. Zu den besten Nachrichten der letzten Tage gehörte, dass vor ganz kurzem das Land Berlin jetzt diesem Netzwerk beigetreten ist. Ich finde, das zeigt, es ist eben nicht egal, wer in einer Stadt oder wer in einem Land das Sagen hat. Und Katina, ich glaube, du und viele andere aus der Linken waren daran nicht unbeteiligt. Erst nochmal ein Riesenkompliment, dass ihr dieses wichtige Zeichen gesetzt habt. Vielen Dank. Sag doch nochmal ganz, was macht dieses Netzwerk und auf was für Widerstände seid ihr so gestoßen, als ihr das dann umsetzen wolltet, dass Berlin da beitritt? Das Netzwerk Solidarity Cities ist ein Netzwerk von Städten eigentlich aus relativ vielen europäischen Ländern innerhalb des großen Netzwerkes Eurocities. Und Aufgabe ist tatsächlich, Strukturen von Willkommensarbeit zu entwickeln, Austausch zu machen, internationalen Austausch. Wie können wir es schaffen, eine Willkommensstruktur für geflüchtete Menschen, für Migrantinnen und Migranten zu organisieren, dass sie Teil der Zivilgesellschaft, dass sie Teil der Stadtgesellschaft sind, dass es nicht mehr dieses Ihr und Wir gibt, sondern dass tatsächlich eine aktive Aufnahme- und Partizipationspolitik gemacht wird. Das ist der Hintergrund. Die Idee kam einst aus Athen, aber es sind natürlich auch Neapel, da ist dabei, Zürich ist dabei, also all die Städte, Barcelona selbstverständlich, also all die Städte, die sowieso so ein bisschen führend sind in der Idee, dass Solidarität ein Leitmotiv von politischem Handeln sein muss. Auf der lokalen Ebene, auf der regionalen Ebene, wie auch auf der Ebene der Nationalstaaten und der Europäischen Union. Und als wir dann damit kamen und sagen, Berlin muss jetzt diesem Netzwerk beitreten, naja, dann ging das irgendwie erstmal seinen bürokratischen Gang. Und dann ist es ja nicht so, dass Sozialdemokraten total wild sind, sich in solche Zusammenhänge zu bringen. Aber als es uns gelungen ist, im Sommer Berlin dazu zu bringen, als erstes Bundesland die Bereitschaft zu erklären, die Flüchtlinge der Lifeline aufzunehmen. Und als dann unsere Sozialdemokraten gemerkt haben, dass sie dafür sogar Anerkennung kriegen und nicht nur geschimpft werden, dann begann sich so langsam das etwas zu lockern. Und als wir jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr in der Situation waren, was tut Berlin mit Sea-Watch, also der Berliner Organisation auch noch, da dauerte es 24 Stunden und die waren bereit dazu. Jetzt muss ich auch sagen, natürlich haben wir auch ein paar Umwege genommen, um den Druck hochzuhalten. Malte steht da, Thüringen hat sich natürlich auch beteiligt und hat irgendwie gearbeitet, dass wir da was hinkriegen, dass Berlin, dass Hamburg, dass Bremen als erstes diese Bereitschaft erklären. Aber das ist tatsächlich eine Arbeit von Überzeugung und es ist auch eine Arbeit davon, dass Anerkennung zurückkommt. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Die Idee der Solidarität auch gesellschaftlich getragen wird und in der Stadt getragen wird. Und das ist in Berlin halt der Fall. Wir hatten heute schon öfter von der Unteilbar-Demonstration gehört. Viele der 240.000 kommen tatsächlich hier aus der Region. Und insofern trägt die Stadt sowas auch. Und Katina, auf Landesebene kann man einiges machen, wenn die Bundesebene das immer blockiert, ist es schwierig. Sag nochmal, was müsste sich vielleicht die drei wichtigsten Dinge oder was müsste sich auf Bundesebene ändern, damit eure Arbeit dort erleichtert wird? Wir müssen unbedingt den Paragraph 23.1 im Aufenthaltsgesetz ändern, nämlich dass irgendwie die Aufnahme von Geflüchteten nicht mehr abhängig ist von der Zustimmung des Bundesinnenministers. Das ist die größte Blockade, die wir im Moment haben. Es war eine absurde Situation. Es waren über 32 Städte, die bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen. Die Infrastruktur ist da, die Aufnahmekapazitäten ist da. Es ist alles da, die Integrationsmöglichkeiten. Und Seehofer sagt, nein, das ist eine echt eine absurde Situation. Und ich glaube, das muss eines der nächsten Kampagnenziele sein.
Ruben, du hast auch auf dem Parteitag der Grünen gesprochen, dort sehr viel Beifall bekommen. Bei den Berlinern auch. Und hast dann aber bei den Grünen gesagt, und jeder, der jetzt klatscht, verpflichtet sich auch ganz konkret zu helfen. Deswegen frage ich dich jetzt, was ist dein konkreter Wunsch an die Linke, deine Anforderung an uns? Ja, was ich damals bei den Grünen gesagt habe, ich meine, die haben jetzt so einen Höhenflug und die schaffen es ja immer ganz geschickt, sich da als die Partei darzustellen, die irgendwie für Migration offen ist. Und dabei wird ganz gerne vergessen, und das finde ich großartig, dass sich die Linke eigentlich als einzige Partei für offene Grenzen bekannt hat. Und das möchte ich ganz klar sagen, das ist großartig. Wir haben Sea-Watch damals gegründet, das war kurz nach dem 25. Jubiläum vom Mauerfall in Berlin. Wir kennen die deutsche Geschichte und wir haben damals gesagt, sowas war, also wie kann das eigentlich sein, dass man damals gesagt hat, eine Mauer ist irgendwie schlecht und muss weg, und wie kann man dann heute gleichzeitig irgendwie neue Mauern um Europa bauen? Und in diesem Jahr haben wir 30 Jahre Mauerfall. Und wir müssen diese 30 Jahre Mauerfall, müssen wir zum Jahr Null vom europäischen Mauerfall machen. Und ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, und die Linke hat da eine wahnsinnig wichtige Rolle, dass man den Grünen da auch auf die Finger guckt, wenn die nämlich jetzt irgendwie hier ihre Umfragewerte halten und dann irgendwie Regierungsverantwortung übernehmen. Ja, deswegen habe ich das denen damals gesagt, dass sie dann halt auch dann sich da auch dran halten müssen, was sie jetzt irgendwie sagen. Und da hat die Linke eine unglaublich wichtige Rolle. Und deswegen ist es, glaube ich, wahnsinnig wichtig, dass ihr euch da treu bleibt in dieser Frage. Und dass wir eben diese 30 Jahre Mauerfall in Berlin eben zum Mauerfall in Europa machen. Und ich glaube, das geht nur mit der Linken und das geht nur gemeinsam. Und wir werden uns das solidarische Europa erkämpfen, da bin ich überzeugt von. Wir haben jetzt schon eine Regierungskrise in Italien geschaffen. Und wir bringen die Rechtspopulistinnen auch noch im Rest von Europas in die Bedrängnis. Und da seid ihr eben wichtig und ich hoffe, dass wir das gemeinsam hinbekommen. Also ganz offensichtlich können wir nicht kleine Brötchen backen im Jahr der Europawahl. Katina, wir haben jetzt schon drüber gesprochen, wo linkes Handeln in der Flüchtlingspolitik den Unterschied machen kann. In Berlin gibt es ja seit einer Weile auch so ein Konzept, das heißt Regieren in Bewegung. Was heißt das und gibt es noch andere Bereiche, wo ihr da einen deutlichen Unterschied gemacht habt? Zentral wichtig bei einer Partei in Bewegung, die in Regierungsverantwortung ist, ist, dass sie den Kontakt zu den Bewegungen, zu den Initiativen, zu den zivilgesellschaftlichen Organisationen nicht verliert, sondern im Gegenteil stärkt und das Regierungshandeln auch immer wieder rückkoppelt. Und das haben wir in Berlin an mehreren Punkten gemacht, jetzt zuletzt mit der Unterstützung der Volksbegehrens Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, was uns erstmal ordentlich... was er auf der Parteitag einstimmig beschlossen hat. Da gab es dann natürlich in der Koalition erstmal ui. Aber es gab keinen Ärger, weil natürlich wir mittlerweile in einer Situation sind, dass auch dort es eine gesellschaftliche Bewegung gibt. Das ist sind nicht nur Aktivisten, in Anführungsstrichen nur, sondern 54% der Berlinerinnen und Berliner nach einer Umfrage wollen genau das. Die wollen, dass dieser Mietenwahnsinn aufhört. Und mit diesem gesellschaftlichen Rückenwind können wir natürlich auch Dinge erreichen, die wir nicht können, wenn wir aus einer völligen Minderheitenposition kommen. Aber da das Ohr an dem zu haben, was die tatsächlichen politischen Probleme sind, das ist, glaube ich, die Kunst, die wir im Moment hinkriegen. Und nachdem heute der regierende Bürgermeister mitgeteilt hat, dass wir jetzt die Bestände der Deutschen Wohnen in Berlin kaufen als Land, würde ich sagen, ja, links wirkt, R2G handelt, wollen wir mal sehen, wie wir es hinkriegen. Aber das zeigt, da gibt es einen völligen Paradigmenwechsel in der Politik. Und das hat ganz viel mit uns zu tun, aber vor allen Dingen auch ganz viel mit der Bewegung, die in der Stadt vorhanden ist und die wir auch aufgreifen. Vielen Dank, Katina Schubert, Ruben Neugemauer. Man kann für Sea-Watch spenden, Sie sind auf Spenden angewiesen. Man kann die Linke wählen und man kann bei beiden mitmachen, den Unterschied machen. Lasst uns dieses Land, lasst uns Europa verändern. Vielen Dank euch beiden. Ja, vielen Dank auch.